Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Ja, kein Wort darüber, dass Altair die Mission verkackt hat. GPS gibt's am unteren rechten Bildrand in unserem Radar. Und wir haben den wunderschönen Ausblick leider nicht bekommen. Aber seht euch das mal an. Assassin's Creed war damals, und das ist, ich rede hier von 2008, eine wahre Grafikpracht. Und sieht auch heute immer noch ganz gut aus. Wenn man jetzt mal daneben Assassin's Creed Syndicate nimmt, da gibt es nicht mehr so viele Unterschiede, obwohl es bereits auf einer neuen Konsolengeneration läuft. Klar, Texturen sind detailreicher, schärfer. Aber seht euch das mal an. Also ich meine ganz ehrlich, ich bin damit schon zufrieden. Mehr brauche ich eigentlich nicht. So, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal hin. So, das war's mit diesem Let's Play. Bis zum nächsten Part und ciao. Nein, natürlich nicht. Alter, hier hat einiges zu tun. Er muss jetzt sein Versagen dem Meister mitteilen. Und Leute, ab diesem Moment ist das Spiel natürlich blind. Der Mann ist gut. Tut uns nichts. Leute blau, das sind unschuldige. Also die dürfen wir nicht töten oder sonst irgendwas. Hier haben wir unsere Wurfmesser. Unser... Ah ja, genau. Unser, ja, wie heißt er? Deutsch. Unser Schwert. Zack. Das war unklug. Ja, ja, ich mach ja gar nichts, hey. Und unsere guten alten Fäuste. So. Natürlich können wir ja ein bisschen noch rumklettern, aber ich würde sagen, wir marschieren direkt zum Meister. Zack. Auf dem Kamin, der ein ein Gitterdraht hat. Ein Gitternetz. Ach komm, ich höre lieber auf zu labern. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Oh, ich freue mich richtig auf dieses Game, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Es ist natürlich ein sehr unübliches Spiel für meine Let's Plays auf meinem Kanal. Ich habe ja sonst eigentlich eher älteren Spiele noch und grafisch wesentlich unaufwendigere. Aber ich finde, ein bisschen mehr Vielfalt sollte nicht schaden. Mal wieder ein sehr aktuelles Spiel. Wobei das Spiel auch schon 7 Jahre alt ist. Ne? Das hat schon 7 Jahre auf dem Buckel. Müsst ihr euch mal vorstellen. Tja. Und endlich kann ich es auch auf meinem PC mal Let's Playen. Unfassbar, oder? Sachen gibt's, die gibt's ja nicht mal. So, oben links seht ihr unsere Lebensleiste und das gelbe Blinken heißt, wir sind unter Beobachtung, beziehungsweise unsere Gegner. Es gibt keine Gegner hier, wir sind in keinem feindlichen Lager. Wir sind die Guten, ja. Aber wir sind halt unter Beobachtung, quasi. Wir sind nicht ganz unauffällig, man kennt uns. So. Ich jump hier nur ein bisschen rum, mich ein bisschen damit wieder vertraut machen. Wie gesagt, ich habe nur Assassin's Creed 2 gespielt. Da gibt's einen guten alten Heuball, natürlich in HD. So, probieren wir es mal aus. Klappt das so auf Anhieb? Jawohl. Alles ohne Probleme. So, wir haben noch 200 Meter bis zum Ziel. Ich würde sagen, wir jumpen mal ein bisschen hier rum. Ach, wir rennen jetzt hier ein bisschen hoch. Muss auch mal sein. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ich hätte natürlich auch Assassin's Creed 2 Let's Playen können. Aber mal ehrlich, ohne Teil 1 ist das doch ein bisschen schwach. Können wir hier hoch? Auch mal ein bisschen schneller. Achtung. Hey, Entschuldigung. Ich will keinen Stress. Ich will nur zu meinem Herrn und Meister. Und zu ihm kommen wir auch. Da lebt er in der Assassinenhochburg. Oh oh. Oder nicht. Nett. Sehr, sehr nett. Anvisieren können wir mit Q. Das habe ich so belegt. Ihr seht gut, ne? Ja, ich glaube, die jungen Assassinen, eine kennt man an den grauen Kapuzen. Das sind die jüngeren Anwärter, sage ich jetzt mal. Und die mit den weißen, wie wir, das sind die meisten Assassinen. Und das ist einfach Rabedart. Ah, ist das schön. Können wir hier hoch? Nein. Natürlich können wir nicht überall klettern. Aber man kann es natürlich versuchen und... Ja. Dann kann man sehen, ob man Erfolg hat oder nicht. Er wird noch jemand anderen pennen. Was sagst du? Pass mal ein bisschen auf. Ja, ja. Pass ein bisschen auf, wo du hinladst. Ich hätte verletzt werden können. Ja, ja. Also echt, ihr steht das an. Hier können wir theoretisch hin. Will ich das? Nein. Wir trödeln viel zu viel. Wir müssen endlich mal reingehen. Und da wartet schon jemand auf uns, oder? Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas,
Wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Leider nein. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Boah, Junge, der schlitzt gleich auf, ey. Waffenverbot. In der Festung dürfen Waffen nur im Trainingsring benutzt werden. Das ist, ich wollte schon sagen, hey, Tatsache, ich kann keine benutzen. Das ist der Trainingsring und da werden wir ab und zu wahrscheinlich zu finden sein. Ich denke nicht, dass Alter Ihr noch ein richtig ausgelernter Assassine ist. Ich denke mal, wie gesagt, Alter Ihr ist ja der Meister Assassine schlechthin. Der Meister Assassine schlechthin und hallo? Hier sein? Wovor flieht er nur? Und ich glaube, hier ist er noch am Anfang seiner Laufbahn. Was tut er da? Ja, was tut er da? Oh, hier können wir gar nicht hin. Schick, schick. Wovor rennt er denn weg? Das hat er nicht getan. Scheiß drauf. Wir sind am Anfang. Und ich denke mal, er wird noch einiges lernen müssen. Oh, das tut auch weh. Aua. Ich würde sagen, wir setzen uns mal ganz kurz hin. Bevor der Mann hier noch stirbt. Aber wir können es hin und hinsetzen. Na sowas. Ja, wir halten es von selbst. Ist alles gut. Um mal den Satz zu Ende zu bringen. Wir werden wohl ein paar Tricks lernen müssen. So oder so, weil Alter hier ist eh noch relativ jung und grün um die Ohren. In Revelations, glaube ich, ich habe das Game auch nicht gezockt, sind wir auf der Suche nach ihm. Zumindest nach seinen Überresten oder seinem Anzug, den man in Assassin's Creed 2 wiederum tragen kann. Na, sowas. So. Der Meister erwartet euch. Geh schon. Sehr viele Wachen. Sehr, sehr viele Wachen. So, Meister. Dein Meister-Assassin ist da. Hallo? Alter ihr. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Oh Mann. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als das, was wir brauchen. Zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Alter ihr, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.
Okay, Leute. Auf geht's in den Kampf. Das ist der Assassinenorden. Jetzt müssen wir da zum nächsten Ziel. Kann ja heiter werden. Ja, schon wieder. Gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Kein Problem. Beeilen wir uns. Waffen. Versteckte Klinge, Fäuste, Wurfmesser, Schwert 3. Okay. Gehen Sie ihr Schwert. Ja, ja. Wir beeilen uns, wir beeilen uns. Und da wird schon gekämpft. Drücken Sie Q, um den Kampfmodus zu aktivieren und zu verlassen. Zack. Bams! Schön gekontert! Geht drauf! Ah! Zack! Erledigt! Alter! So, gekontert. Zack! Bams! Ach, macht das Spaß. Ja, den Konter muss ich noch ein bisschen lernen. Oh Mann, so viele Leute liefen hier gar nicht rum. Was? Zack! Das wollte ich gar nicht. Ja, wenn wir jetzt noch einen treffen würden, dann würden wir umfallen. Bams! Bams! Zack! Paff! Oh Mann, da will ich noch richtig Spaß dran haben, ne? Weiter geht's, wir müssen runter. Und unten herrscht eine Schlacht. So, zack, Alter, ihr kommt. Angriff abbrechen, zurück nach Masyaf, Befehl von Al-Mualim. Was? Ihr Feiglinge. Da muss Alter, ihr das übernehmen. Ey, was? Ich wollte die gerade alle richtig fertig machen. Checkpoint erreicht, weißt du? Der flieht doch vor... Alter, kommt. Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Ist das der Nette oder ist das der Böse? Der zwei hier, irgendwie zwei Brüder fast schon, also die sich total ähnlich sehen. Ah, hier waren wir schon. Meine an. Ah, wir müssen noch höher. Ist er auf der Flucht? Nein. Ich bin nur oben, bis gucken geht, weißt du? So. Geht auf diese Plattform, Alter. Ja. Heide! Gib zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Oh! Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Drecksack. Wie lange bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut. Dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Kein Problem.
Zeig diesem Tumpenrecken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Zack! Alter, aus der Höhe! Mein Bein! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Ich würde sagen, das Bein ist durch aus der Höhe. Aber echt, ohne Scheiß, aus der Höhe. Guckt euch das mal an, ich kann nicht mal den Turm mehr sehen. In so einem verfickten Heuhaufen. Als ob das hier irgendwie ein... Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Als ob das irgendwie abfedern würde oder sonst irgendwas. Die spinnen doch. Verdammter Heuhaufen aus 200 Metern. Sollte man auch nicht so aufmachen, das Springen hier, aber ich mach's gerne. So. Ist da irgendwas? Ich glaube nicht. Ich will da wieder hochklettern. Ja, lass mich doch. Immer diese Erklärerei. So, Leute. Was uns da oben auch erwartet, oder wie wir diese Falle auch auslösen können, das sehen wir im nächsten Part von Assassin's Creed. Deswegen bis zum nächsten Part, Leute, und ciao!